Hallihallo, liebe Freunde draußen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Yoshi's Island. Ja, das letzte Mal ist ja auch schon wieder etwas wieder sehr lange her, wenn ich das mal so sagen darf. Aber ich kann mich noch gut erinnern, dass wir viel, viel Spaß in diesen super specialigen Special Extra Level hatten. Ja, es war ungefähr so viel Spaß, dass ich wieder aus dem Fenster rausspringen wollte, ungefähr. Also sowas, ne? Nein, ganz schlimm war es nicht. Aber es war doch schon zum Schluss ziemlich lästig. Daher hoffe ich, dass dieses Level mit Affen weniger lästig wird. Affenterror. Na gut. Hauptsache es gibt Mojos. Mit Mojos bin ich immer glücklich. Mojos sind cool. Vielleicht sind wir sogar auf Monkey Island auf einmal. Naja, auf einmal habe ich auf jeden Fall da diese Fragezeichenwolke hier gefunden. Mit Stern drinne. Sehr schön. Ich wollte eine Stampfattacke machen. Ich muss erst mal wieder ins Spiel ein bisschen reinkommen. Aber wie gesagt, ist auch schon wieder etwas lange her, wo ich das letzte Mal aufgenommen habe. Das Mojos, komm her. Bist du Mojo aus Monkey Island? Naja, der da bewirft mich auf jeden Fall mit... Was ist das eigentlich? Mit einer Grinsefrucht. Mojo bewirft mich dann mit der Grinsefrucht. Die Grinsefrucht wird übrigens, ich weiß, wusstet ihr nicht, Freunde. Die Grinsefrucht wird aus dem, kann ich die eigentlich fressen? Ich kann die sogar fressen, sehr schön. Die Grinsefrucht wird aus dem nordischen, wie hab ich das Teil nochmal genannt? Nordischen Flachlandkaktus oder so? Ach, keine Ahnung. Wird das gewonnen? Ja, das ist die Frucht des nordischen Flachlandkaktuses. So. Aber bis jetzt ist das Level noch ganz schön und freundlich zu uns. Uns schmeißt uns hier mit Blumen und roten Münzen schon mal zu. Schon ganz am Anfang. Und vor allem mit Sternen. Komm mal runter, mein Junge. Ah, verdammt. Das wusste ich nicht, dass das... Aber eigentlich hätte ich mir auch denken können, dass das Ding Schaden macht, wenn er das loslässt. Nee, aber so weit denkt ja wieder der Herr Martin nicht. Nee. So, hier ist eine rote Münze, sehr schön. Wie viel Leben haben wir eigentlich? 89, das ist schon ordentlich, ne? Das ist schon ordentlich. Ja, 15,52, damit kann ich voll und ganz leben. Hier wird schon nichts versteckt sein. Ne, die richtig krassen, richtig affigen Verstecke. Habt ihr verstanden, wegen affig und Affen. Du wirfst mit Bomben. Jetzt weiß ich, woher der Terror herkommt. Aha. Also das Terror im Nahen. Im Namen des Levels, so. Komm mal her. Und du hast eine Melone. Ich will die haben. Mit Affensabba. Lecker. Wow. Und hier hat sich nichts drunter versteckt. Das finde ich immer merkwürdig. Warte mal. Diese Schlammabschnitte sind ein bisschen... Kann die also umwerfen, solange die noch am Boden liegen. Okay. Diese Schlammteile sind ein bisschen rutschig, wollte ich sagen. Ich habe irgendwie den Eindruck, hier würde sich irgendwas verstecken. Aber offenbar tut es das nicht. Ein Sternkreis. Sehr schön. Oh yeah. Stern, komm her. Und irgendwie... Was? Yoshi macht den Moonwalk rückwärts den Berg hinauf. Ja, yeah, das kann von euch sicherlich keiner behaupten. So ein Matscheberg rückwärts hochgehen. Ah, das können nur Michael Jackson und Yoshi. Aber auch nur, wenn er eine Affenmelone im Maul hat. Da ist echt nichts versteckt. Ich sollte vielleicht ein bisschen weniger paranoid sein. Aber die große Preisfrage ist doch, wie... Was war das denn für ein Affe? Gut, in seinen... Gut, hier komme ich also dran. Und in seinen Augen ist das wahrscheinlich keine Beleidigung für ihn. So. Ich wollte das nicht. Ich wollte ganz cool nach oben katapultiert werden.
Mojo, komm mal her. So, und ich klaue mal Mojos Melone auch gleich mit. Und hier drunter durch. Ein Glück kann Yoshi auch, solange es geht, die Luft anhalten. Solange es geht. Ja, es ist eigentlich logisch, aber... ich brauche ein bisschen mehr Power. Irgendwie bin ich zu blöd, diese Sprungdinger richtig zu verwenden. Und eigentlich wollte ich vorhin sagen, ein Glück kann Yoshi unendlich lange die Luft anhalten. Vielleicht hat er eingebaute Kiemen. Na, geht doch. Oh yeah! Bonusraum offenbar. Mit riesen Donuts. Donuts. Oh yeah. Oh. Jetzt verstehe ich. Kriegen wir den Jackpot hin, Freunde? Kriegen wir den Jackpot hin? Okay, so bestimmt nicht. Egal. Das war's, glaube ich. Jo, das war's. So, dann würde ich mal sagen, Freunde. Wir kriechen wieder durch die Röhre raus und landen hier. Wo ist hier? Ach, hier ist hier. Okay, gut, ich weiß, wo wir sind. So. Und... aha. Oh, oh Gott. Jesus Christ. So, komm mal her. Dann werfen wir dich einfach mal ab, Kumpel. Ich wollte eigentlich nur... Oh, der Junge ertrinkt. Oh mein Gott. Ich wollte jetzt nicht für den Tod eines Affen verantwortlich sein, aber ich habe ihn gefressen. Von daher war ich doch schon irgendwo in irgendeiner Art und Weise schon verantwortlich für ihn. Für dessen Tod. Na, Kumpel, was guckst du denn da oben? Hältst du Ausschau? Hast du mich gerade mit den Melonenkernen bespuckt, du frecher Lümmel? Du Punk? Ha, jetzt kommst du ins Schwitzen, ne? Her damit, das ist meine. Oh. Aber... hey, das ist ein Frosch. Na, wie geht's dir, Kumpel? Alles fresh? Ich hoffe doch. So, dann mache ich mal den Frosch hier den Weg frei. Zu spät gesehen. Ich hab's noch gesehen, aber zu spät. Okay. Okay, du bist auch so ein Punk, ne? So, jetzt hast du es geschafft. Jetzt hast du es geschafft. Na, findest du lustig, ne? Ich find's lustig. Aber nur wenn ich die Affen abschieße. Nicht die... ich mag's nicht, wenn die mich abschießen. Das kann man sicherlich auch verstehen. So, und ich wollte jetzt endlich dem Frosch hier den Weg frei machen. Ich bin auch sozial. Dazu muss ich allerdings auf dem Pfahl landen. Das ist gar nicht so einfach. Da hat sie sogar eine rote Münze versteckt. Habe ich also doch noch eine Belohnung bekommen, dass ich dem Frosch den Weg frei gemacht habe. Und Sterne. Yeah. 26. Hat man nicht vorhin schon so viele? Ich meine schon. Yeah. Was willst du denn eigentlich? Hast du hier irgendwas versteckt? Ich kenne euch Pflanzen doch. Ihr habt doch jetzt euch... ja, gut, dann habt ihr da nichts versteckt. Ah. Warte mal, die Affen da, die... die Affenbande kommt da erstmal weg. So, du kommst da auch mal mit, mein Freund. Und da haben wir sogar noch eine komplette Melone. Sehr schön. Keine halb angebissene Melone, wo eh keine Melonensamen drin sind. So, was? Irgendwie fühlt sich das nicht richtig an, aber gut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass uns noch 9 Münzen fehlen. Aber eine Blume. Was verpasst? Ich hoffe mal nicht. Ein Schuss, ein Treffer. Aha.
So, warte mal. Kann ich hier eigentlich irgendwo... Nee, nicht so wie gedacht, okay. Ich habe gehofft, dass ich irgendwie nach links rüber steuern kann. Vielleicht sind da noch wären da noch irgendwelche Münzen versteckt gewesen, aber das war offensichtlich nicht der Fall. Nun gut, dann kraxel ich hier erneut nach oben. Zum Glück haben wir keine Affen, die uns entgegenspringen können, da die schon alle ausgeschaltet sind. Ja, ich habe nämlich einen Ausschalter gefunden, ne? Und dann waren die ganzen Affen weg. Werf mich schon wieder mit Grinsefrüchten. Bleib stehen. Gut. Dann stampfen wir mal den Flock in den Boden. Der hat gar keine Münze. Das ist eine Frechheit. Oh Gott. Wir machen das mal auf die sichere Art und Weise und auf die weniger coole. Wir fressen jetzt erstmal ganzen Affen auf und notfalls werfe ich sogar ab. Nee. So. Das war schon irgendwie cool. Nein, das war überhaupt nicht cool. Mario, komm runter. Oh Gott. Du Lausebub. Du blödes Mistvieh. Du hast gar keinen Mojo-Coolness-Faktor. Ja, der Mojo-Coolness-Faktor. Den gibt's jetzt. Den habe ich jetzt gerade so erfunden. Habe ich mir gerade so beschlossen. Oh Gott. Ich habe irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, ich würde hier hinter diesen Blättern der Bäume was verpassen. Ich bin kurz davor sogar versucht, einfach mal so ein Ei durch die Botanik da oben zu werfen. Aber gut, ich denke mal nicht, dass die Entwickler so gemein sind. Andererseits haben die auch so das Special Level aus der letzten Folge noch selber hergestellt. Von daher kann ich ja schon irgendwie denken, dass sie so gemein werden. Und eine Affenschaukel. Also jetzt wird's aber affig. Hier kann ich euch irgendwie abschießen. Nee, aber ich kann die Münze abschießen. Na gut. Ist hier drunter auch noch eine Münze versteckt? Natürlich. Wie sieht's jetzt aus? Damit kann ich schon eher leben. Ich kann mir vorstellen, dass sie nur darauf warten, Baby Mario zu klauen. Was wollen die eigentlich alle mit Baby Mario? Arbeiten die alle für Kamek? So. Eigentlich wollte ich die Melone haben, aber jetzt musst du dafür herkommen. Oh Gott. So, jetzt wird's mir mal ein lustiger Spaß hier. Oh Gott. Wie oft habe ich heute schon Oh Gott gesagt? Das war dumm. Münze? Da oben ist die letzte... Eine Münze fehlt uns nur noch? Okay. Ich hoffe, die habe ich jetzt nicht verpasst. Na? Komm schon. Okay. Wir haben alle Blumen. Und jetzt weiter. Okay. Mist. Verdammt. Okay, wir haben alle Münzen. Alle roten zumindest. So, ducken, hoch und weiter. Kriege ich noch irgendwo Sterne her? Offensichtlich nicht. Und wegen diesen blöden Affen... Warte mal. Kriege ich echt keine Sterne mehr irgendwo her? Verdammt, wegen diesen blöden Melonenkernaffen, ja? Darf ich jetzt einmal so ein 20-Sterne-Aufladeteil klauen, benutzen oder was auch immer? Ach, na gut. Da wussten, wo es die gibt, gibt's doch viel mehr. So, damit hatten wir jetzt alles und ab durchs Ziel. Oh yeah. Oh, kein Bonus-Game. Aber da war ja echt doch cool. Dann eben nicht. Naja, Hauptsache, wir haben jetzt 100 Punkte. Und wenn wir 100 Punkte von der Welt hier haben, dann kommt noch ein lustiges Extra-Level. Wie aus der letzten Folge. Das hat mich richtig gezeichnet.
Naja, Hauptsache, die Affen haben wir jetzt hinter uns und das nächste Mal kümmern wir uns um... Sind das Ureinwohner-Scheigeis? Das ist cool. Das ist ziemlich cool. Gut, dann freut euch schon mal in der nächsten Folge auf Ureinwohner-Scheigeis. Keine Ahnung, wann die nächste Folge kommt, das sage ich gleich dazu. Ich verweise darauf auf mein Infovideo, was ich vor ein paar Wochen hochgeladen habe, dass ich einfach momentan sehr, sehr wenig Zeit habe, überhaupt aufzunehmen. Das ist auch der, und ja, das ist halt auch der Grund, warum in letzter Zeit so viel ausfallen muss. Aber ich hoffe, ihr könnt mir das nachsehen. Und darum hoffe ich, wir sehen uns dann in der nächsten Folge trotz allem wieder. Und darum würde ich sagen, ciao Freunde, das war's wieder für heute. Bis zum nächsten Mal, euer Martin. Tschüssi, Kassel, Kenners, bis dahin.